Anfang Juli feiert die BIK den Spatenstich zur Sanierung und Erweiterung des Salzburger Gymnasiums in der Akademiestraße. Landeshauptfrau Gabi Burgstaller freut sich mit den Lehrern und Schülern, denn es ist höchste Zeit. Ja, die Dächer und die Fenster. Es ist ja schon ein Fenster mal runtergeflogen. Ja, auf den Lehrer rauf, aber der hat es Gott sei Dank nur aufgefangen. Die Nettoinvestitionen betragen 10,2 Millionen Euro. Das bestehende Gebäude wird bis Sommer 2012 saniert. Das ist ein Gebäude, das Patina angesetzt hat über 40 Jahre. Das heißt, es ist notwendig, hier den Brandschutz, die Behindertengerechtigkeit herzustellen. Es ist aber insbesondere auch notwendig, die thermische Qualität zu verbessern. Und 1000 Quadratmeter werden zugebaut. Drei Klassen mussten bereits in Containern untergebracht werden. Direktorin Sigrun König begrüßt die längst überfälligen Räumlichkeiten im Neubau. Also im Erdgeschoss der Multifunktionsraum, dann im ersten, zweiten Stock jeweils zwei Klassen und ganz oben der bildnerische Erziehung und Textilbereich. Drei Schultypen werden im Gymnasium unterrichtet. Das Sport- und das musische Realgymnasium sowie das Schulsportmodell, aus dem bereits zahlreiche Spitzensportler hervorgegangen sind. Ja, also neben dem Lupo Beischer bin ich schon Rad gefahren, obwohl er ja eigentlich ein Judokämpfer ist. Den Gerrit Klomser kenne ich persönlich, das wunderbare Tanzpaar Stöckel und Scheider. Und vielleicht ist es ja noch nicht zu spät, die Vorstellungen der Schüler in die Planung mit einzubeziehen. Ja, so eine Chill-Out-Area wie bei Bällen oder sowas mit Betten und da kann man einfach sich hinlegen und mal in einer Freistunde schlafen oder sowas. Da es ja eine Musik- und Sportschule ist, würde ich gerne einen Musikraum reinbringen mit verschiedensten Instrumenten und vielleicht eine Kraftkammer für die Sportler. Das wäre nicht schlecht. Mehr Pflanzen, also halt so richtig kleine Bäume in Töpfe, also halt in der Schule stehen.